Und weißt du, wer den Wagen angemacht hat? Der Ruben persönlich. Deine Öllampe blinkt. Ja, ich habe ja Öldruckschalter eingebaut. Ja. Und das war nicht der Originale. Okay. Deswegen. Okay. Ja, der Ruben guckt sich mein Auto an. Ich habe eine Kühlkabel gelockert. Wo liegt der eigentlich? Die liegt eigentlich sehr gut. Aber der läuft noch richtig gut, oder? Meinst du? Mhm. Okay, das wollte ich hören. So, ich bin schon ausgebaut. Der läuft richtig gut noch. Der ist noch richtig kernig. Was hat der gelaufen? Kannst du gar nicht sehen. Ne? 24.000 steht da, aber wird er wohl nicht haben. Im Leben nicht. Mehr? Im Leben nicht. Also den Kaltaufregler kannst du auf jeden Fall rausschmeißen, den brauchst du nicht. Ja, bald. Lass ich auch da. So, der da, der da. Der geht da lang, das ist auch richtig. Also der kann so versüfft sein, wie es geht. Aber was ist er eigentlich nicht? Hey, der läuft echt gut noch. Der ist voll trunken. Ich glaube sogar hier von der Gasanlage, irgendwelche Schläuche sind undicht. Huben. Ja, guck dir mal, wie porös das ist. Und deswegen kann auch so ein bisschen Scheiße laufen, weil ich schätze mal, hier drunter ist er irgendwo undicht. Deswegen wackelt der auch ein bisschen im Stand. Ich denke auch. Ich denke, da wo sie die Löcher genau in die Ansaugbrücke gebohrt genau haben für die Gasanlage. Genau. Weil porös sind die auch wie Sau. Ja, der macht ein bisschen Geräusche beim Angehen. Alles normal. Das legt sich aber wieder. Hm. Ja, schon 4 Jahre, ne? KME, das ist die neue Prinzanlage. Die heißen ja jetzt Prinz. Also KME heißen. Alter, und der hat dieselben Stecker wie von der Emo. Genau die gleiche. Es ist alles ja gleich. Gut, wenn der Ruven sagt, es ist kein Fehlkauf, dann bin ich schon mal beruhigt. Nein, der Motor ist top. Da, können wir auf, da ja, kannst du auf jeden Fall noch richtig einen rausballern. Und der meinte auch, also normal ist 1200, 1300 bezahlt man auch dafür, sagt. Ist so. Ja. Ich habe auch immer so viel bezahlt. Und es sei denn, man kriegt sie billiger, ne? Und dank Ruben wird es auch immer teurer, ne? Ja, ist so. Ich kaufe den Markt leer. Also das, was günstig ist, ne? Also bis 1000 Euro kaufe ich sowas. Aber wenn du überlegst, dass die Dinger früher, hast du die für, wie viel haben wir bezahlt? 500 für solche Dinger? Ja, ne. 500 Euro hat das gekostet. Jetzt kannst du schon mal wieder 600 oben drauflegen. Ja. Und wird immer teurer. Und ist teurer. Ja, und das ist noch ein Originaler, ne? Ja. Das ist kein Umbau. Nee, das ist ein Originaler. Warum ist Originaler so begehrter als ein Umbau? Ruben, kannst du das so ein bisschen erklären? Weil du hast mir auch ja, damals gesagt. Weil das hier, die Fahrgestellnummer, ja, wird das hier Original ist. Und nicht eingetragen. Im Fahrzeugschein ist der Original so. Ja. Und das ist halt das Wertvolle. So. Der wäre aber wertvoller, wenn er nur 3 Türen hätte. Ah, das ist ein Coupé, ist immer teurer. Die sind günstiger. Ah, okay. Weil 5 Türer wollen sie nicht so gerne haben. Ah, okay. Aber für dich perfekt zum Aufschlachten. Ja, perfekt. Perfekt. Da ist alles drin, was du brauchst, Mann. Ja. Hast du ja auch gesagt, weil Ruven hat mir auch gesagt, ich habe ja Ruven angerufen und gesagt, was kann ich machen? Und er hat gesagt, kauf einen Schlachter, kauf einen Golf 3. Ja, ist so. Vorder-, ja. Hinterachse raus, da rein, Vorderachse raus, da rein. Ja. Komplett Kabelbaum, alles raus, da rein. Motor da rein, Schlossträger da rein. Ach, Schlossträger auch immer. Ja, musst du wegen Doppellüfter. Okay, und meinst du, kriege ich dann die Scheinwerfer auch wieder so drauf? Oder gibt es da Probleme? Nein. Das ist. Das ist, glaube ich, ne, du kannst auch den hier fahren. Guck mal, der hat ja auch einen Doppellüfter drin. Ach, Bombe. Den kannst du auch fahren. Okay. Hat der Klima? Der hat Klima. Ja, dann hat er sogar den starken Lüfter, ist gut. Okay, okay, jetzt geht er so rein. Ja, das ist genau, eigentlich müsste das gefasst werden. Das geht, ist der gleiche. Ja, das ist fast dasselbe. Aber Klima will ich rausreißen, ne? Ach klar, Klima brauchst du raus. Normal habe ich das hier ein versprochen, Kahn heißt der. Schöne Grüße an Kahn. Ich habe gesagt, ich mache einen Turbo mit Klima, aber ich glaube, das wird nicht. Bei gehen tut das. Klar, aber wofür, Mann? Ja, brauche ich auch nicht. Alter, du willst doch nicht im Sommer Turbo fahren mit Klima, ach, oder? Quatsch. Du musst drinnen schwitzen. Ist so. Ja, guck mal, wie viel Platz, und das ist alles dieselbe Kacke, ne? Alles selbst, alles das gleiche, habe ich auch gesehen. Servolenker kannst du auch so drinnen lassen. Ja, ja, habe ich auch gesehen. ABS, Bremskraftverstärker kannst du, oder? Doch, ist auch gleich. Auch der große, ne? Auch der große. Ja, ist alles dieselbe Scheiße. Ja, nur der Behälter ist anders bei denen. Aber ich sehe gerade, unten kannst du das auch eigentlich nehmen, ne? Welchen unten? Unten einfach abschneiden hier.
Und dann passt das, weil der ist auch ganz tief. Der ist schon vorgeöffnet. Brauchst du nur hier hinten abknipsen. Ja, ja, genau. So, da hinten hast du die beiden Löcher. Ja. Siehst du das hier? Hm. Unterm Gastloch hier. Ja. Da kommt ein hydraulischer Kupplungsgeber genau, rein mit den beiden Löchern hier. Ja. Da hinter dem. Siehst du das? Ja, sehe ich. So, und wenn du da jetzt guckst und gehst hier hin. Ja, also. Und gibst du da rein die Schrauben. Ja. Nach oben. Siehst du das? Ja, ja. Mit den beiden Schrauben und mit der Gummibuchse. Ja, das war ja bei dem Upo auch so. Das kannst du ganz schnell. Kannst du so rüber werfen. Geil. Nee, musst du nicht. Aber Alter, die Kopfdichte muss am Sitzen wie die Sau, ne? Das heißt, haben sie schon echt geschmiert an der Seite. Scheiße, ich hab nicht gesehen. Siehst du das? Das ist immer die Schwachstelle. Okay. Weil hier ist die Ölbohrung und der Wasserkanal. Hm. Auch bei Turbo fliegt immer hier die Dichtung raus. Okay. Immer hier. Ja, wenn ich den so einmal aufbereite. Die Kopfdichtung ist hin. Ja. Die ist fertig. Aber trotzdem ist der geil, Alter. Willst du mir den nicht vermachen, den Motor? Der hört sich noch echt gut an, ne? Ja, Ruben will schon meinen Motor hier kaufen hier. Ruben geht bestimmt nicht so nach Hause. Gib dir einen Tausender fürs Paket. Ja, ich hab 1400 bezahlt. Macht nichts. Alter, die Vorderachse kannst du auch behalten. Ja, die ist auch gut, ne? Blech alles noch dran. Top, top, top. Ne, ich bin auch beeindruckt von der Kiste, ehrlich. Ich freue mich echt auf dieses Projekt und dann noch mit Turbo, da freue ich mich. Das wird richtig knallen. Du musst mir richtig die Hose wegfliegen. Da kannst du alles so reinmachen. Das ist gut. Da vorne unser Auto, ey, ich kann den mal hochheben. Der Träger. Du musst auf jeden Fall den anderen Träger vom Vorsitz nehmen. Vorne. Ja, mache ich. Der hat Scheiben. Das ist schon mal geil. Der hat Scheiben. Das ist ein geiles Projekt. Wollte ich auch schon mal haben. V6 Turbo Cabrio. Ja. Yeah. Vor allem das Geile ist ja, wenn du das Dach abhast und du scheuerst damit richtig los. Ne? Weißt du, wie laut das ist? Man, das knallt richtig. Ey. Also auf das freue ich mich auch. Ohne Dach. Und schön im Sommer. Ja. Auf das freue ich mich auch. Dach auf und dann gib ihm. Ja, und diesen Turbo-Sound, den V6 Sound, Turbo-Sound und den Boost. Allein der V6-Song und Cabrio, das macht schon alles her. Und weißt du, was viele sagen? Dass ich den Motor hier nicht eingetragen kriege. Warum nicht? Weil es ein Cabrio ist? Nee, wegen der Abgasnorm. Welche Abgasnorm hat der hier? Ich glaube, der hat Euro 2. Und der? Der müsste auch Euro 2 und D3 haben. Also die müssten beides D3 haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Euro 3 ist. Sehe ich kein Problem drin. Ja, sehe ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ist gang und gäbe so ein Scheiß, ne? Also ja. Ist ja nicht das erste VR Cabrio. Finde ich auch. Und es ist auch nicht das erste, weil ich mit Golf 4 Schnauze sehe. Genau, so ist es auch. Das ist. Weil ich glaube auch nicht, das ist ein Problem. Glaube ich auch nicht. Weil der ist ja umgerüstet auf D3 und der ist ja schon D3 eigentlich. Das heißt, ich muss irgendwie so einen Cut übernehmen. Ne? Nein, du musst den Kaltluftregler wahrscheinlich mit dann übernehmen. Ja, ruhig. Auch nicht, ganz ehrlich. Ja, lass dir da keinen Spatz in den Ohren setzen. Ich sag, das kriegst du eingetragen. Wenn das vernünftig ist, warum nicht? Wenn die Bremse vorne passt, wenn die hinten passt, wenn die Achsen passen, wenn der Motor passt, wenn alles passt, warum? Ja. Ne? Es sei denn, du bist jetzt abgasmäßig, dass du dich so krass verhältst, aber das glaube ich nicht. Warum? Ich meine, der wird nicht gerade bessere Abgaswerte haben als der hier. Nein. Der müsste sogar besser haben. Ich glaube, der ist ein bisschen schlechter so, aber weil er halt schon älter ist, ne? Ja, ich weiß jetzt, wenn es jetzt perfekt wäre, ne? Aber ich glaube, wenn der neu gemacht ist mit Ventildeckel und alles, Schaftdichtung und dann ist das alles dasselbe. Obwohl das geiler ist, ne? Das muss auf jeden Fall hier rein. Ja, ich freue mich auch drauf. Das schockt. Ja, ich hab Bock. Der gebraucht. Auf jeden Fall. So, ich werde jetzt 400 Kilometer noch nach Hause fahren. Ruben, ich sag dir, dass du fürs gekommen bist, Bruder. Gut, dafür nicht, ne? Danke. Also, Ruben ist von Turbogocke
Also er war jetzt bei Turbogockel und jetzt fährt er wieder zurück nach Hause und währenddessen hat er mich kurz besucht. Natürlich. Weil du mich eigentlich gestern besuchen wolltest. Ja, und da fühle ich mich geehrt auf jeden Fall. Dankeschön. Aber du sagst, es ist okay. Gut. Wenn du ja, sagst, es ist okay, dann ist es okay. Der Motor läuft geil und ich würde sagen, bau das da ein. So schnell wie es geht. Ja. Es wird auf jeden Fall knallen. Das ist auch ein geiles Hyperprojekt. Power 6 ist am Kommen. Ja, auf jeden Fall. Wie Sau. Wenn du schon als Power 6 hinkriegst, das also als... Also ich muss ja sagen, ich habe, als ich den ersten Mal Gas gegeben habe, das hat schon... Das schockt, ne? Das ist schon geil. Aber pass mal auf, wenn die Pfeife da drauf ist und du nochmal Gas gibst, dann kommst du nicht mehr klar. Bah, also freue ich mich schon, ehrlich. Auf das freue ich mich. Ich find's geil. Immer weitermachen. Und wenn das mal nichts mehr ist, ne? Hier, denk an mir. Ja, ja wenn er umgebaut ist. Auf Turbo. Oh, ja, dann... Nee, ich finde schon, also Turbo werde ich ihn komplett umbauen. Du bist ja dabei. Ich denke auch. Das reißen wir zusammen, ja. Nee, ich werde den jetzt erstmal auf V6 umbauen. Und dann will ich alles wieder abbauen. Dann will ich ihn erstmal verstärken. Und dann warte ich auf dich. Und schnell holen wir das Kit und dann geht er los. Genau, bauen wir das Kit ein. Und dann bauen wir das schnell ein. Bis wir, ich weiß nicht, ein Wochenende. Denke ich auch, ja. Ich baue ja so weit zusammen, dass wir einfach... Genau. Oder du sagst mir das und das, mach das schon mal fertig und dann bauen wir das zusammen ein und dann fahren wir die erste Probe. Die Achsen kannst du schon alles tauschen. Ja, das mache ich, das alles mache ich schon. Danach brauchen wir nur noch einmal Motor rausrupfen, ja. Drehstecker ab und fertig. Ist nicht viel. Eine Nacht ist der Motor fertig. Auf jeden Fall. Ja. Freue ich mich auf jeden Fall. Geile Nummer. So. Wir fahren nach Hause. Du darfst nicht. Trotzdem geile Sache. Kann man die Zigaretten? So. Also, ich muss mich erstmal hier bedanken bei Tobi-Spiel, also bei Ruven. Ne? Er besucht mich einmal hier und guckt sich den Wagen natürlich an. Fühle ich mich geehrt. Und wenn er sagt, das Ding ist gut, dann ist es gut. Das ist gut. Jetzt bin ich schon erleichtert. Ne? Und das Geile ist, dass es kurz einen Vorführeffekt gab. Der lief nicht so gut. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, nicht jetzt. Aber Ruven hat gesagt, das Ding ist gut. Dann ist es gut. Ist so. Ja. So, wenn der Ruven zu mir sagt, der Motor ist Bombe, dann ist es Bombe. Er hat gesagt, bau das Ding so ein und hab Spaß. Der Motor ist super, Kopfdichtung müssen wir erneuern. Hat er gesehen, hat er gesagt, Kopfdichtung ist ein bisschen platt, mach neu, kommt eh neu rein, von daher alles gut. Und ja, ich freue mich selber auf das Projekt und ich freue mich, wenn der Ruven nächstes Mal hier ist, dann bauen wir das Ganze auf Turbotechnik um. So, von hier nochmal schöne Grüße an Ruven. Dankeschön, dass er mich einmal besucht hat. Ich habe mich echt sehr gefreut, dass er auf einmal hier war und sich den Wagen angeschaut hat und noch ein bisschen Zeit hatte, hier mit mir zu reden. Fand ich echt geil. Von hier schöne Grüße, Ruven, wir sehen uns. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftzüge. Bis dann. Haut rein. Ciao.